Sie sitzen in Panzern, Kampfhubschraubern und Flugzeugen und sie sind hinter der x-ten Verteidigungslinie in Schützengräben verschanzt. Sie bedienen Raketenwerfer, Langrohrkanonen, Mörser und Haubitzen. Sie starten Drohnen und Marschflugkörper. Sie schießen mit Panzerfäusten, Granaten, Raketen, Schmetterlingsminen, Streumunition und abgereichertem Uran. Sie beschießen militärische und sie beschießen zivile Ziele. Kurz, sie zerstören, sie verletzen, sie töten. Und sie werden verletzt und getötet. Deutschland ist auf dem Kriegspfad. Weshalb? Um unsere Sicherheit und Freiheit zu verteidigen, wie damals am Hindukusch? Um Russland zu ruinieren, wie unsere Kriegsverteidigungsministerin Baerbock sagte? Ruinieren bedeutet übrigens zerstören, demolieren, in zwei Schlagen, in Schutt und Asche legen, in Trümmer legen, kaputt machen. Als nächstes hören wir Inge Amon, sie ist Jahrgang 1931 und Zeitzeugin des Zweiten Weltkriegs. Als Vertriebene aus Ostpreußen nach Bayern gekommen, wurde Fahrfrau, Mutter von vier Kindern und seit 45 Jahren in der Friedensbewegung aktiv. Und jetzt übergebe ich an Inge Amon. Der gestrige Tag war der Tag, der ist von der UN, der Tag der Gewaltlosigkeit. 2007 hat die UN-Generalvollversammlung diesen Tag erkoren und hat genau den Geburtstag von Mahatma Gandhi genommen. Das ist der 2. Oktober. Damit ist etwas ganz Neues und Starkes für uns, die Friedensbewegung, eine Inspiration für Gewaltlosigkeit. Und dieser Mahatma Gandhi als Anführer der Unabhängigkeitsbewegung in Indien hat weiß Gott, wirklich Erfahrung im praktischen Tun. Wenn Kriege mit Lüge besehen, dann muss die Wahrheit zum Frieden führen. Viele meiner Friedensfreunde, die bei der Challenge, bei der Mahnwache sind, sind gleichzeitig auch bei München steht auf. Und diese Spaltung macht mir schwer zu schaffen. Wir verurteilen und stellen Grenzenmenschen aus. Und ich, die eine Frau, die in der Apartheidsgeschichte gut Bescheid weiß, kann nur sagen, Ausgrenzung ist nicht legitim, ist nicht gut. Ich habe dort vielmehr den Satz von Gandhi in meinem Herzen. Ich will zunächst das Gute in jedem Menschen sehen. Also, das ist voraus. Krieg ist für mich wie ein Trauma. Ich habe eigentlich die Verarbeitung dieses Krieges mit Flucht und Vertreibung, mit dem kalten Winter, mit bitterer Not und Hunger. Und 1,5 Jahre hat es gebraucht, bis wir eine neue Heimat fanden. 1,5 Jahre unterwegs. Und das Wort Traumatisierung, dass meine Geschwister, wir alle traumatisiert waren, habe ich erst verstanden in Anfang der 90er Jahre. In der Rückschau, ach ja, ich war ja auch wie versteinert. Ich habe eigentlich nur gelebt und nicht genug reflektiert und nachgedacht. Und dann ist mir klar geworden, in der Nachbesinnung, es ist immer mir das Wort von Johann Waltung im Sinne zu Frieden gehört, erstmal viel Wissen, Empathie, Fantasie und ein langer Atem. Ja, Waffen sollen töten. Den Feind, der will dich töten.
Du musst dich verteidigen gegen den Feind, und der bist du. Der Dichter Bertolt Brecht sagte: Habt doch endlich Mitleid mit euch selber. Der deutsche Journalist Patrick Barb berichtet: Im Raum Donetsk setzen die Ukrainer schon seit Jahren Streumunition ein. Meist handelt es sich um sogenannte Schmetterlingsminen, die mit Raketen und Artillerie verschossen werden. In Kartuschen zu jeweils 20 Stück. Das sind Antipersonenstreuminen. Sie haben Flügel an der Seite, was die Verteilung über ein großes Gebiet begünstigt. Kinder heben sie auf. Menschen treten darauf. Aber diese Minen töten nicht immer. Ein Soldat hat mir vor vielen Jahren im Kosovo einmal gesagt: Eine gute Mine tötet nicht. Meist reißt die Explosion ein Bein ab oder den Arm oder reißt eine tiefe Wunde in den Körper, sodass sich das Opfer beim Verbluten zusieht,